Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ging es zum Beispiel so bei der Pressekonferenz der letzten von Jerome Powell. Da dachte ich manchmal, was redet der da? Wie kann man so offenkundig an der Realität vorbeisprechen, die Dinge nicht wirklich beim Namen benennen? Ich verstehe, dass jemand, der in einer solchen Funktion ist, der die mächtigste Notenbank der Welt leitet, natürlich seine Worte sehr genau wägen muss, weil die Konsequenzen haben. Aber er hat dann doch so manches gesagt, die Bewertung der Märkte sei frothy, also ein bisschen schaumig, ein bisschen blasig teilweise. Okay, das war neu, aber ansonsten hat er doch wieder vieles wiederholt, wo man sich sagt, naja, das kann ja wohl nicht sein, unter anderem zum Hausmarkt in den USA, zum Immobilienmarkt, der eher durch die Decke schießt mit Holzpreisen, Lumber, die geradezu explodieren, und er sagt, ja, es wäre jetzt zu wünschen, dass vielleicht mehr Angebot auch mal auf den Markt kommt, aber nein, er sieht da keine Risiken für die ganze Situation durch diese Überhitzung am Immobilienmarkt. Erinnern wir uns, das hat Bernanke auch gesagt, einst kurz vor Platzen der Immobilienblase. Also das ist manchmal schon schwerer Tobak. Heute aber, an einem ansonsten ruhigen Tag kann man sagen, wir haben heute kleinen Verfall. Die US-Indizes leicht negativ, aber jetzt nicht wirklich dramatisch. Da hat sich etwas ereignet, was ich wirklich bemerkenswert finde, nämlich Robert Kaplan, der Chef der Dallas Fed, der hat gesagt, wir haben es hier mit Exzessen zu tun und diese Exzesse, die müssen bald aufhören. Wir müssen als Notenbank dagegen etwas tun. Hier schauen wir uns mal die Aussagen an von Robert Kaplan, der derzeit nicht stimmberechtigt ist in der Fed. Das rotiert ja, bis auf der New York Fed-Chef und der Vorsitzende, die sind immer stimmberechtigt, wie auch der Vize. Jedenfalls sehen wir hier Excesses and Imbalances in Financial Markets, sagt hier Robert Kaplan. Should start talking about tapering bond buying soon. Wir sollten also bald davon sprechen, dass wir jetzt mit diesen Anleihekäufen aufhören, mithin also den Ausstieg aus der ultralaxen Geldpolitik starten. Ziemlich klares Signal. Auch eindeutig, wie er hier von Exzessen spricht und dann in Richtung US-Immobilienmarkt, der heiß gelaufen ist, sagt er, we've got real excess in the housing market. Wir haben einen richtigen Exzess im Hausmarkt, im Immobilienmarkt. Genau das, was ja Jerome Powell eben nicht sagen will, das traut sich offenkundig Kaplan zu sagen. Vielleicht die einzige ehrliche Haut, wenn man so will, innerhalb der Fed. Und schauen wir uns oben mal diese Grafik an. Da sehen wir die rote Grafik. Das sind die Löhne, die steigen konstant. Aber was deutlich schneller steigt, das sind die Hauspreise. Und wenn wir uns jetzt mal den Abstand zwischen den Preisen und den Löhnen ansehen, dann sehen wir, so groß war die Differenz zuletzt eben auf dem absoluten Hochpunkt der US-Immobilienblase. Das ist klar, wenn die Preise immer weiter steigen, aber die Löhne da nicht mitziehen, dann wird natürlich die Hebelung, die in der Regel durch Kredit erfolgt, immer größer. Die Preise steigen, das Einkommen steigt, aber nicht so schnell, muss ich also immer mehr finanzieren über Kredit. Und das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht, wie in der Finanzkrise. Da sind die Preise dann gefallen und dann ist praktisch das Haus weniger wert. Die Sicherheit, die eine Bank dann hat, eben in dem Haus, wird weniger wert. Dann sagt die Bank, ich brauche neue Sicherheiten. Dann sagt derjenige, der diesen Kredit genommen hat, kann ich nicht. Und zack, kommt das nächste Haus auf den Markt, weil praktisch hier die Zwangsversteigerung droht. Unten sehen wir einen Chart von Lumber, Bauholz, hat sich um viele 100% innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit vervielfacht. Ich glaube, alleine 60% jetzt im April. Was das bedeutet für jemand, der baut, und da kommt man in den USA um Lumber, um dieses Bauholz kaum herum, das kann man sich vorstellen. Also Exzess am Immobilienmarkt kann man Haken drunter machen, glaube ich, muss man Kaplan recht geben. Jetzt haben wir heute Chicago Einkaufsmanager Index gesehen mit 72,1. Alles heftig gestiegen, Ordereingang, Preise etc. Also da läuft etwas heiß. Das ist ein Wert, den wir zuletzt Anfang der 1980er Jahre gesehen haben. Und Anfang der 1980er Jahre, da lag der Leitzins bei 22% in den USA. Unglaublich. Also wir sehen jetzt eine Situation, wo die Fed und andere Notenbanken auf ihre Weise auch, wo die Fed also 120 Milliarden Dollar ausgibt, um eigene Anleihen zu kaufen, damit sozusagen die Finanzkonditionen noch laxer macht, als sie ohnehin ja schon sind. Wir sind ja schon auf einem Allzeittief. Und jetzt sagt ein Notenbanker, oh, da sehe ich Gefahren drin. Und diese Gefahren scheinen mir sehr real zu sein. Und ich glaube, dass er da einen absoluten Punkt hat. Schauen Sie sich das mal an. Wir haben heute ja
die PCE-Verbraucherpreise bekommen, waren zum Vormonat noch höher als erwartet. Aber besonders interessant war Personal Income Month on Month, also das, was die Leute sozusagen an Einkommen haben. Und das ist gestiegen um 21,1%, der größte Wert seit 1946, seit es die Aufzeichnung dieser Daten gibt. Und erstaunlich auch, 34% der gesamten Haushaltseinkommen in diesem Monat waren durch die Regierung gekommen, also durch die Stimulus-Checks. Das ist das Helikoptergeld. Wie hier jemand kommentiert hat, Socialism happens fast. Der Sozialismus kommt sehr, sehr schnell, und es ist ein Witz der Geschichte gewissermaßen, dass er zuerst in den USA kommt, in der kapitalistischen Welt, durch die Hintertür, durch den Anus, über die Magengrube ins Gehirn, könnte man sagen. Also das ist wirklich schon ziemlich krass, und da muss man dann natürlich noch eine Geldpolitik machen, die das Ganze noch weiter befeuert. Wir sehen jetzt auch im Rahmen dieser Daten heute veröffentlicht, dass die Löhne beginnen deutlicher zu steigen. Wir haben jetzt einen Anstieg von 1% gesehen in einem Monat. Das ist ziemlich fix, und wenn das in einem Quartal, und wenn das jetzt so weitergeht, jedes Quartal, dann sind wir praktisch für das Gesamtjahr 2021 bei gute 4%. Und dass das so weitergeht, das könnte durchaus eben sein, weil die Firmen suchen händeringend teilweise nach Kandidaten, die man einstellen kann, loben teilweise schon Prämien aus, wenn überhaupt jemand zum Vorstellungsgespräch erscheint. Das ist ja sozusagen der Missing Link in Sachen Inflation. Wir haben die massiv gestiegenen Rohstoffpreise, über die ich schon öfter habe berichten können. Was dann noch fehlt, ist eben der Arbeitsmarktsektor, der dann mit höheren Löhnen sozusagen diese Inflation wirklich ins Laufen bringt. Und wir haben dann eben hier diese Grafik von Nordea, die Sie hier sehen. Inflation Expectations, die gehen nach oben, die Inflationserwartungen, weil der Staat eben unsolide haushaltet. Das verschlechtert die Monetary Capacity, also die monetäre, wie soll man sagen, Fähigkeit. Die Amerikaner können sich eben noch alles leisten, weil sie eben den Dollar drucken, die Weltleitwährung. In der Türkei zum Beispiel sieht das schon anders aus. Da haben wir massive Inflation, da fehlen dann Währungsreserven, da kann man nicht mehr so agieren, wie jetzt die Amerikaner agieren. Und Fiscal Capacity Worsens, also die fiskalische Ausgangslage, die verschlechtert sich. Man hat immer weniger Steuereinnahmen, die Unternehmenssteuern tragen nicht mal 1% zu den gesamten Steuereinnahmen bei. Also es ist eine durchaus schwierige Situation, und wie ich zuletzt schon mal gesagt hatte, wenn das System so funktionieren würde, dann müsste man sich fragen, warum haben wir in einigen tausend Jahren Wirtschaftsgeschichte es nicht von Anfang an so gemacht, dass eine Notenbank Geld druckt und die Regierung verteilt das dann an die Bürger, dann müsste keiner mehr arbeiten, dann wären wir im Schlaraffenland. Das wäre natürlich wunderbar, allein es wird aber in der Realität nicht funktionieren. Das ist das kleine Problem an der Geschichte. Schauen wir uns dann aber auch mal die Auswirkungen an in Sachen Assetpreise. Wir hatten vorhin schon Immobilienmarkt gesehen. Jetzt sehen wir hier die Marktkapitalisierung des Wilshire 5000. Das sind praktisch alle Aktien, die es in den USA gibt. Gell? Oder wie Lothar Matthäus sagen würde, die, wo es in den USA gibt. Und da sehen wir hier, dass wir da jetzt über 200% gelaufen sind. Und das ist ein absoluter Rekord. Natürlich wird die Wirtschaft vielleicht sich erholen, hat sich ja schon erholt, aber die Aktienmärkte haben sich noch schneller erholt, kann man sagen. Hier sehen wir mal einen Vergleich, der so ein bisschen die Relation kaschiert fast schon. Oben sehen wir dunkelblau den Aktienmarkt, über 45 Billionen Dollar schwer. Die Geldmenge ist deutlich weniger gestiegen als diese 45 Billionen. Auch der Anleihenmarkt deutlich weniger auf die Waage gebracht. Also Aktienmärkte sind jetzt das schwerste Asset. Und zwar mit einigem Abstand inzwischen. Und ja, wir haben natürlich gute Earnings, wir haben gute Gewinnsituationen bei den Unternehmen. Die sind jetzt 30% gestiegen, was die Earnings, also die Gewinne der Unternehmen betrifft. Allerdings darf man nicht vergessen, sie konnten auch deswegen steigen, weil eben das Helikoptergeld ausgeschüttet wird, weil die Staaten und die Notenbanken all in gegangen sind. Kann das so bleiben? Ja, vielleicht, aber dann müsste die Inflation anspringen und dann muss die Notenbank reagieren. Das müsste der normale Verlauf sein. Also kann es eher nicht so bleiben. Und das beginnen offenkundig
manche Investoren schon zu riechen. So hat die Umfrage der Bank of America ergeben, dass die Investoren sich schon in Richtung Tapering positionieren, also Ausstieg aus den Anleihenkäufen, dass man immer mehr davon ausgeht, dass diese Inflation kommt, die dann die Notenbank eben zwingen wird, aus dieser Geldpolitik auszusteigen. Wie hier die Bank of America schreibt, Investors positioning for inflation and tapering. Also da geht man schon davon aus, dass das relativ zeitnah vor der Tür steht. Nach wie vor ist die Allokation auf einem Allzeithoch, was den Aktienmarkt betrifft, 64,3%. Aber in der letzten Woche ist extrem viel Geld in Cash-Fonds geflossen, in Geldmarktfonds. Praktisch ein defensives Instrument, könnte man sagen, in Anleihen etwas geflossen und am wenigsten in Aktien geflossen. Ungewöhnlich, also wir sehen, dass die Dickfische hier bereits offenkundig beginnen, das Schiff ein bisschen umzusteuern. Das sind große Tanker, das wird dauern, bis das Schiff dann wirklich gedreht ist, aber da ist auf jeden Fall, hat man schon ein bisschen Witterung aufgenommen, hat man das Gefühl. Anders bei den CTAs, bei diesen Vermögensverwaltern in den USA, die sind noch all in, praktisch auf Allzeithoch, deren Positionierung im Aktienmarkt, und die folgt normalerweise oder hat durchaus ein ähnliches Muster wie die PMIs, also wie die Einkaufsmanager-Indizes, bilden also ein Stück weit die Stimmung in der Wirtschaft ab. Und die Frage ist, wir haben zum Beispiel heute ja den Chicago PMI gesehen, Einkaufsmanager-Index Chicago mit über 72, ein Hammerwert. Wird das so bleiben? Kann das so bleiben? Dann müssen wir aber die Frage stellen, die hier Martin Enlund sich stellt. Der sagt, ja, wenn alles so toll ist eigentlich und Kupfer zum Beispiel auf $10.000 gestiegen ist, erstmals in der History, warum sehen wir dann vergleichsweise schwache Einkaufsmanager-Indizes in China? Die sind ja uns ein Stück weit voraus, weil sie schon länger aus diesem Lockdown raus sind, länger als wir Europäer sowieso, länger als die Amerikaner auch. Und dennoch haben wir da heute Nacht tendenziell enttäuschende Einkaufsmanager-Indizes gesehen. Die sind nicht wirklich boomig oder so. Und da ist die Frage, reflektieren die Rohstoffpreise übergeordnet das, was eigentlich jetzt schon gelaufen ist? China ist nicht so heiß mehr. Wir werden vielleicht, wenn wir irgendwann, wir wollen wir Europäer aus dieser Corona-Geschichte mal rauskommen sollten, vielleicht kurz heiß laufen, aber eben nicht dauerhaft heiß laufen. Vielleicht aber dennoch Inflation bekommen durch Entglobalisierung, also praktisch eine Wirtschaft, die dann gar nicht mehr so toll wächst, aber die Inflation bleibt eben, das ist das große Problem. Apropos China, hier nochmal, hier Kommentare von der Wall Street über das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die großen Tech-Konzerne, die einmal mehr maßgeregelt wurden, die sozusagen klar die Ansage bekommen, haltet euch aus den Geschäften raus, die unsere traditionellen staatseigenen Banken haben, das wollen wir nicht. Da ist praktisch, naja, kann man sagen, so ein Zaun gespannt worden, bis hierhin und nicht weiter, Tencent und Co. Und da reagiert die Wall Street drauf. Analysten sagen, good days are gone oder have gone, die sind vorbei, die guten Zeiten. Also Gegenwind für Tech in China, Gegenwind für Tech möglicherweise auch in Europa. Hier haben wir Margrethe Vestager, unsere liebe Dänin, die gesagt hat, Apple verletzt die Competition Law, also die Wettbewerbsgesetze, indem man praktisch andere Streaming Services, und hier Spotify hatte ja geklagt, praktisch benachteiligt. Und ist es ja so, dass jetzt dieser Prozess beginnt mit Epic Games, oder wo Epic Games geklagt hatte, dieser Spielehersteller. Das wird jetzt am Montag beginnen, dieser Prozess, wo möglicherweise eben die ganze Vorgehensweise, zum Beispiel von Apple, aber dann wahrscheinlich auch gefolgt von Google, anderen durchaus ein kritisches Licht gebracht wird und möglicherweise dann eben da die Grenzen gezogen werden, die wahrscheinlich übergeordnet gezogen werden müssen irgendwann, sonst ufern die Dinge schlichtweg aus. Und ausufernd jetzt auch Insolvenzen. Es ist eines klar, die Insolvenzantragspflicht war ja aufgehoben lange Zeit. Da gab es ja zwei Gründe, einmal Überschuldung und einmal Zahlungsunfähigkeit. Wer überschuldet war, musste nicht Insolvenz anmelden, wer zahlungsunfähig ist, ja. Jetzt allerdings endet auch jede Vermeidung sozusagen einer Antragspflicht ab Montag. Die Frage ist, sehen wir dann ab nächster Woche eine Welle von Insolvenzen? Wir haben heute darüber, mein Kollege Claudio Kummerfeld, einen Artikel geschrieben über Kreditreformen, die sagen, nein, das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil schlichtweg der deutsche Staat noch diese ganzen Hilfen leistet. Deswegen ist die Liquidität bei vielen noch da, sodass sie nicht unmittelbar
Insolvenz anmelden müssen, aber mittelbar wird es viele so oder so erwischen. Also, erfreulicher Klartext, wie ich finde. Man kommt sich ja manchmal etwas komisch vor, wenn man versucht, die Dinge beim Namen zu nennen und die offiziellen Sprecher, die erzählen einem das Wunder, das Blaue vom Himmel und man zweifelt manchmal an seiner eigenen Intelligenz. Das tut man sowieso und das ist eh nicht Schlechtes zu tun, aber es ist schön, wenn jemand mal Klartexte spricht und sagt, wie es ist. Wir haben Exzesse, wir haben Imbalances. Da reicht ein Blick auf viele, viele Charts, diese parabolischen Anstiege, das kann nicht gesund sein auf Dauer. Da wird sozusagen ja viel von der Zukunft schon in der Gegenwart verkonsumiert und das fehlt dann in der Zukunft. Das ist doch das eigentliche Problem. Ich hoffe, Sie haben kein Problem jetzt am Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen schönen 1. Mai und hoffe, dass wir uns dann am Montag in alter Frische wiedersehen. Ich sage Servus und Ciao.